Wiedergeborenen Christen werden definitiv vor der Drangsalszeit entrückt, aus folgenden Gründen. Es gibt nicht nur eine heilsgeschichtliche Linie, die Linie der christlichen Gemeinde, der Ekklesia, sondern drei, die Linie des Volkes Israel, die Linie der christlichen Gemeinde und die Linie der Völker bzw. Nationen. Wir leben jetzt in der Epoche der Gnadenzeit der christlichen Gemeinde. Diese wird gebildet, bis die Vollzahl der Nationen eingeht. Und das ist dann die Voraussetzung für die Rettung Israel. Diese wird dann in der Drangsalszeit stattfinden. Das ist die heilsgeschichtliche Linie Israels. Jetzt ist es die Zeit der christlichen Gemeinde und auch deren Prüfungszeit. Die Gemeinde wird seit 2000 Jahren geprüft. Da braucht es keine letzte Prüfung. Und bis die Braut Christi gerettet wird vor dem kommenden Zorn. Damit ist nicht die Hölle gemeint, sondern der Zorn Gottes über diese Welt. Und mit der Entrückung verlässt auch der Heilige Geist die Erde, der jetzt noch den antichristlichen Abfall zurückhält. Er verlässt die Erde und dann ist die Welt reif für das Gericht. Und deshalb ist die Entrückung die Naherwartung der Gläubigen von jeher und nicht die Endzeit oder der Antichrist. Und deshalb gibt es auch keine einzige Warnung vor der Drangsalszeit in den paulinischen Briefen und schon gar nicht im Zusammenhang mit der Entrückung. Die Drangsalszeit ist ein neuer Zeitabschnitt. Wenn Christus die Siegel bricht, damit die Gerichte losbrechen, sehen wir die Gemeinde Gottes am Thron, repräsentiert durch die 24 Ältesten. Und Christus bricht die Siegel, die Gerichte beginnen. Und das ist die Stunde der Versuchung für die gesamte Erde, für die Menschheit und insbesondere die Drangsal Jakobs. Denn nun soll Gott mit Israel ans Ziel kommen. Es soll eine geistliche Wiederherstellung von Israels erreicht werden. Das heißt, die Juden, die zerstreuten Juden sollen gesammelt werden und tatsächlich werden sich viele Juden zu Christus bekehren. Sie werden ihn annehmen als Messias, auch viele Nichtjuden, aber viele Juden und viele werden auch sterben als Märtyrer. Der Begriff Gemeinde taucht in Offenbarung ab Kapitel 6 gar nicht auf und Entrückung auch nicht. In Offenbarung 12 ist was völlig anderes damit gemeint. Aber es tauchen jüdische Begriffe auf, wie Lied Mose, Berg Zion und viele mehr. Denn es geht hier um die geistliche Wiederherstellung Israels, die heilsgeschichtliche Linie Israels. Bis am Ende der Drangsalszeit die gläubigen Juden gesammelt werden in Jerusalem und Christus selbst am Ende der Drangsalszeit persönlich unsichtbar auf die Erde kommen wird. Das ist seine Ankunft, seine Erscheinung mit den Gläubigen, mit der Ekklesia, um die gläubigen Juden zu retten und zu überführen ins tausendjährige Reich. Das ist die Heilsgeschichte für die Ekklesia und das Volk Israel und das ist biblisch, alles andere ist märchenhaft und fragmentarisch.